Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Neil's Place. Und heute spiele ich ein Spiel, das nennt sich I Am Scared. Und it needs a personal folder. Ich habe es installiert. Enter. Dieses Spiel hat eine sehr pixelige Grafik, habe ich festgestellt beim Herunterladen. Aber ich hoffe, dass es trotzdem gut ist. Zumindest habe ich Gutes darüber gelesen. Mal schauen, ob es hält, was es verspricht. Vielleicht sollte ich diese Texte dann lesen. The game is about to begin. You'll need WASD keys to move in the gaming area. A E-Key is what you need in order to interact. Das ist C is to crouch. The Shift Key lets you run while moving. Okay, ganz normale Horror-Game-Steuerung. It is important to play the game with a medium-high volume. Even your headphones will serve the purpose. You need to hear certain sounds in order to go on in the game. The game will try to deceive you as many times as it can. In case something goes wrong, feel free to check the folder. In order to report any error. Okay, alles klar. Das sollte sich doch machen lassen. Forgive me. Okay. Mach ich. Wow. Wow. Ich bin willkommen in der Welt von Minecraft Reloaded in noch mieser als es vorher war. Ein kleiner Schlüssel. Alles klar. Mach mal den Schrank auf. Kinder, was war das? Ach, die Schranktür hat sich ge. Wow! Der Schrank ist voller Blut! Man! Was habe ich in den Schrank getan? Let's go to bed now. Okay, lass uns herausgehen. I need a heart in order to open it. A heart? I have a heart. I really have a heart. Oh, there. There's a way. Es ist so ein bisschen die Minecraft-Grafik in schlecht. Ich komme mir auch ein bisschen vor, als würde ich Minecraft spielen, allerdings brauche ich eine Spitzhacke. What the fuck? Was ist das? Wo bin ich gelandet? Ist das der Keller? Ganz ruhig, Leute. Macht mich nicht wahnsinnig. Die Tür ist verschlossen. Okay, dann probiere ich die Türen der Reihe nach. Die ist auch verschlossen. Tür haltet mich für verrückt. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst gerade. Warte, die Tür ist aufgegangen. Was ist ein Bücherregal drin? Was ist das? Keine tödlichen Pfeile, okay? Chair, don't move. Was? Schritte? Schritte? Das sind nicht meine Schritte. Ah, sie haben aufgehört. Okay. Darf ich da. Chair, du stehst im Weg, danke. Darf ich das haben? Ich komme da nicht ran. Ah, jetzt. Rusty Key. Okay. Für welche Tür ist dieser rostige Schlüssel? Und kann ich hier irgendwas tun? Nein. In welchem Fall muss ich rennen? Bisher scheint das noch nicht wichtig gewesen zu sein. Okay, einfach weitergehen. Tür ist auch verschlossen. Die nicht. Okay. Hallo? Oh, ich kriege gerade Gänsehaut. Da spiele ich es nicht im Dunkeln. Kann ich was von deinem Fleisch haben? Warum ist deine. Wo bist du? Hey, du kannst zurückkommen. Hallo, ich wollte mit dir sprechen. Meine Güte, unhöfliches Back. Dann gehe ich wohl weiter. Oh Gott, die Tür ist aufgegangen, Nils. Die Tür ist aufgegangen. Danke. Okay. I'm scared. Just a little bit scared. Come on. Ah, great.
Nothing's here. Okay, hier ist auch nichts. Dazwischen kann ich nicht. Ich habe gelernt, hinter Bücherregalen kann sich was verstecken. Das ist ein Wissen, das ich ausnutzen muss. Ach, come on! Es kann doch nicht nur leere Räume geben, in denen nichts passiert. Also doch, kann es, aber... Das würde mich jetzt nicht so sehr gruseln. Gut, das Spiel hat ja auch schon geschafft, mich zu gruseln, ohne dass was passiert ist. Gratulation, Spiel, sehr gut gemacht. Sehr schön. Hey, oh, wie süß. Ein Bild von einer Frau. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Kinder! Das ist nicht gut. Ich kann nicht weitergehen, gut. Okay, da geht's nicht weiter. Oh, das Bild hat mir vorher besser gefallen. Okay, vielleicht rennen wir ein bisschen. Vielleicht macht das Ganze ein bisschen. Oder kann er irgendwann nicht mehr rennen. Vielleicht können wir eine von den Türen, die vorher verschlossen waren, jetzt öffnen. Nope, die nicht. Die auch nicht. Können wir den Schlüssel hier in der Wand platzieren? Nope, definitiv nicht. Oh Gott! Geradewegs in den Unterleib einer Frau. Okay, vielleicht ist auch eher der Darm. Duck dich, nimm das. Das Spiel hat sich aufgehängt. Okay. Das Spiel hat sich aufgehängt. Okay, dann machen wir heute ein kurzes Video draus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann favorisiert das Video. Mein Mitbewohner fragte gerade, alles gut, Nils? Ja, es ist alles gut. Ich habe mich nur ein bisschen erschrocken. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, dann abonniert mich gerne. Und falls ihr mir was zu sagen habt, dann schreibt mir Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ich liebe euch alle. Bis zum nächsten Mal. Oh Mann, Nils. Ich glaube, dieses Spiel baut mir gerade ein Virus ein. Ich bin ein bisschen verwirrt. Moment. There's a way to turn entity into data. They have a life of their own. And it is difficult to distinguish them from normal computer files. And our actions are of every day where we sit at the computer, this byte entity observes us and studies our every move and fear.
The game is simple. Following the arrows is the key. If you get caught, you lose. The sound will predict its arrival. It is Whiteface. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich habe das Gefühl, ich habe mir ein Virus eingefangen. Das ist es doch, oder? There is a way to turn an entity into data? Wundervoll. Hello. Okay. Kopieren. Einfügen. Hello, copy. Hello. Idiot. Hallo. Warum? Was tust du für mich? Selbst wenn ich nichts eingebe. Ich bin verwirrt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal.